Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute wieder mit dem lieben Blackout hier am Start aus Hamburg City. Es ist relativ spät schon, die Sonne steht tief und es ist arschkalt. Welche Sonne? Ja, wie sieht die Sonne aus? Das hast du irgendwem geschrieben in der Nachricht, oder? Ja, EOS. EOS, ja, Edges of Supermotard. Grüße gehen raus. Wir sind auf jeden Fall hier durch die City gerade unterwegs, haben gedacht, wir nutzen jetzt nochmal die Gelegenheit, wenn es schon nicht regnet, aber kalt ist, um einen Vlog aufzunehmen. Und vielleicht habt ihr das schon gesehen bei dem lieben Blackout im Video. Wir haben ja über die Dekore gesprochen. Oh, du willst ja Wheelie machen, ne? Ich merk's, es juckt dir in den Fingern. Ich mach das gar nicht, die Maschine hat einfach... Krank. Sag das mal der Polizei, da sagen die direkt so, okay, Führerschein weg. Selber. Führerschein weg. Mir ist das Gas ausgerutscht, ups. Krank. Junge! Unglaublich. Unglaublich, wie stabil die geworden sind. Hammer. Aber okay. Stabiler Blackouts. Bevor wir jetzt die ganze Zeit abschweifen und Wheelies ziehen, wir haben ja vorhin schon über dein Deko geredet in deinem Vlog und ich muss sagen, es sieht mega geil aus. Leider ist es heute eben bewölkt, aber man sieht trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel hier manchmal die Lichter von ein paar Läden, ein paar Geschäften da drauf scheinen oder von einem Auto, man sieht richtig, wie das reflektiert. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so gut rüberkommt. Boah, es wird auf der Kamera gar nicht so gut rüberkommen. Selbst in meinem Vorstellungsvideo war ich voll enttäuscht. Die Leute so, ja, ich habe mir mehr dabei erhofft und so. Und das merkt jeden nicht. Das ist geisteskrank. Steht ja auch drauf, geisteskrank. Wo? Wo? Na, hinter der Ratte, glaube ich. Hinter der Ratte? Ach da, ja, Tatsache. Ja, krass. Oh Mann, ey. Ich finde es auf jeden Fall geil. Ich glaube, das muss man in Natur sehen. Weil dieses Reflektierende, das kommt halt einfach auf der Kamera nicht rüber. Selbst wenn du mit einer Spiegelreflexkamera filmst, ist es ja nicht das Gleiche wie mit dem bloßen Auge, weil da ja so viele Details im Schimmer dann widerspiegeln. Ja, und auch auf Fotos ist es immer anders, weil das spiegelt ja in verschiedenen Farben. Auf einmal sieht irgendwas gelb aus, was anderes grün und so. Und du denkst, wenn du ein Foto siehst, erstmal so, hä? Wie bunt ist das? Aber das ist ja alles, das bewegt sich ja. Und jedes erscheint immer mal wieder in einer anderen Farbe. Und das macht ja das Deko gerade so geil. Hast du so ein Lieblingspart von dem Deko, wo du sagst, so, ey, das ist richtig geil? Blitzer, oder? Oh. Die kenne ich noch nicht. Oh, oh. Das Gold. Das ist auch reflektiert, ne? Das Gold, was gleichzeitig reflektiert. Wie geht das überhaupt? Was glänzt, weil es auf schwarz glänzende Folie drüber gedruckt ist und was dann noch einen Farbverlauf hat, zu dunkel. Pass auf. Boah, jetzt gerade, warte, ich kann da mal, kann ich da drauf leuchten? Boah, guck mal, Junge, krank. Jetzt sieht man das, safe. Ne? Und das ganze Gold. Fahr mal ein bisschen vor, langsam. Stopp. Jetzt tu mal Knie weg. Leute, seht ihr das? Das ist so Rainbow Color, ne? Ja, genau. Und das meine ich halt, das ist, obwohl es Gold ist. Sobald was drauf leuchtet, ist es dann bunt. Beste Leben. Das ist mein Favorite Part, ohne Scheiß. So lustig. Aber. Okay, pass auf. Ich habe nämlich, haben wir in deinem Blog auch schon angesprochen, ich habe vor, das Dekor mit drauf zu ballern. Also wirklich was komplett Neues. Ich will das jetzt irgendwie anteasern, aber auch nicht verraten. Aber nicht zu viel verraten. Ja. Das solltest du auch nicht. Also, es wird ja immer eine Spannung bleiben. Ja, genau. Boah, ich... Fahren wir drüber? Ja, fahren wir drüber. Oh. Oh. Ja, auf jeden Fall mit der Spannung halten, das ist super wichtig. Bin ich aber ehrlich gesagt nicht so gut drin, weil ich immer gerne erzähle, wie du sicherlich weißt. Aber es wird vom Look her, vom Gesamtlook her, etwas komplett Neues. Unabhängig von der Farbe, unabhängig von dem Stil. Es wird vom Gesamtlook, vom Gesamteindruck etwas geben, was komplett Neues. Was ich so bei keinem, den ich kenne, gesehen habe. Das ist echt krank. Das fühlt sich schon echt vielversprechend an, muss man sagen. Aber ich denke, dass die Jungs da ganz gute Leistungen bringen werden. Ne? Das sind ja dieselben, die wir jetzt auch gemacht haben. Genau, und DCC. Wenn die das hinkriegen, dann sollten die, egal was du dir wünschst, auch hinkriegen. Ja, safe. Und an der Stelle auch nochmal, in dem Video von Blackout haben wir es schon gesagt, aber check die Jungs mal ab von DCC.
Nico und Peter kommen aus Österreich, die leben das einfach nur. Samstags 20 Uhr, 21 Uhr, man ruft die an, was machen sie? Sie designen Dekore, sie drucken Dekore und die sind da einfach voll drin. Immer gut drauf, immer am Lachen, am Smilen. Das ist einfach so geil und ich feiere das hart und deswegen supporte ich das auch gerne. Deswegen checkt mal den Link ab. Die sind auch auf Instagram, ne? Genau, Instagram haben die auch. Da könnt ihr euch schon mal die Dekore ansehen, die die sonst gemacht haben. Also in Ernst könntest du es vielleicht mal sagen. Dirt Bike Custom Collabo. Genau, Dirt Bike Custom Collabo. So ist eigentlich der... Aber man findet sie auch, wenn man DCC eingibt. Ja, ich gebe, glaube ich, immer DCC ein. Aber bei Instagram weiß ich nicht, ob man die dann direkt findet. Müsste man mal recherchieren. Auf jeden Fall mega korrekte Jungs, super kreativ und die haben einfach Bock drauf, oder? Die haben einfach Bock drauf, kann man nicht anders sagen. Das merkst du direkt. Der hat echt nachts noch irgendwie meine Felgendinger gemacht und dann ist ihm aufgefallen, so, oh shit, irgendwie, hat er doch einen Fehler gemacht. Da hat er das Deko losgeschickt und sich den nächsten Tag, das war Sonntag oder so, noch dran gesetzt, damit Montag früh da die Felgen noch schicken konnte. Ist das als, krass, als oder was? Expressversand so. Und ich dachte mir so, krank, das ist einfach ein Kundenservice, der extraordinär ist und den man sich wünscht, wenn man irgendwo Kunde ist. Oder? Ja, sowas kennt man doch gar nicht mehr. Wer macht das denn Sonntag? Wer macht Sonntag? Hier ist noch ein Blitzer. Hä? Warum sind hier so viele Blitzer? Krass. Ja, es werden so viele neue gebaut hier. Ja, die wollen einfach Geld eintreiben hier, die Kommunen. Ja. Ne, auf jeden Fall. Die Kommunen, Hamburg. Das funktioniert ja nur so auf Dörfern. Ja, ich dachte auch gerade so, vielleicht ist das ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber okay, also die Kommune Hamburg will Geld eintreiben mit vielen Blitzern. Haben wir das schon mal geklärt. Fahren wir links? Ja, ne? Yes. Okay. Hey, was denn jetzt hier los? Ich würde mal gerne Schleifer machen. Du hast ja hier meine Platte schon gesehen, ne? Ja. VA-Platte. Richtig, die ist asozial laut. Aber die ist auch schon ein bisschen verbogen. Aber ja, das stimmt, die ist echt laut. Ich hab vorhin in meinem Video auch voller Spaß. Echt? Oh ja, Mann, ey. Was jetzt? Du hast hier locker richtig Wheelspin, hier ist es so leicht nass. Ja. Muss man richtig drehen lassen, wenn wir hier auf der Geraden sind. Hinter uns ist auch keiner. Oder? Warte, lass mal drehen. Hä? Hä? Gar nicht so doll. Das sieht hier voll rutschig aus, oder? Findest du nicht? Ja, wir fahren zu langsam. Ja, warte, ich mach mal jetzt einen Schleifer. Warte. Ich wollte dir gerade das Planetarium zeigen und du so, ich mach mal Schleifer. Das ist so geil, wie irritiert die Leute immer sind. Ja, die Leute wissen jetzt nicht, was gerade passiert. Ist das extra oder aus Versehen oder passiert hier ein Unfall oder ist das ein Kunststück? Ja, ich denke mir halt, was denken sich die Leute in dem Moment, weil das ist ja ein Ton, den hörst du ja sonst nie. Und dann kommt plötzlich so ein lautes Schleifgeräusch, was lauter ist, also ohne Mist, diese Platte, wenn die schleift, ist lauter als mein Auspuff. Wenn man richtig trifft, die ist lauter als mein Auspuff. Und was denken sich die Leute, wenn plötzlich so ein Geräusch kommt? Oder? So weird. Und dann sehen wir darüber und sehen so einen vollgestylten neongelben Boy, der da mit seinem Motorrad hochkant steht. So, hä? Wie geht das? Ich glaube, viele kennen sich damit so wenig aus, dass sie gar nicht wissen, was gerade los ist, was da überhaupt passiert. Ja. Da links fahren. Die denken dann wieder nur, oh, da stürzt gleich einer. Vor allem viele. Aber nochmal zu der Dekor-Geschichte. Ich finde das eigentlich immer interessant, was die Leute auf dem Dekor, egal ob das jetzt auf deinem oder auf meinem neuen ist, gerne hätten oder wo die sagen so, ey, guck mal, das könnte gut passen. Zum Beispiel geht steil oder bosshaft oder was sollte, ihr kennt ja meinen Geschmack, was sollte eurer Meinung nach auf das Dekor kommen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ihr kennt ja die ganzen Logos oder vielleicht habt ihr auch ein ganz anderes Logo, wo ihr sagt so, ey, das muss drauf oder irgendein Spruch. Du hast ja hier eine beste Leben, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja. Finde ich cool. Soll da irgendwie ein Spruch drauf? Ja, kann man auch drauf machen, zum Beispiel. Lass das einfach mit einarbeiten und so. Das ist halt das Geile. Die Jungs sind da so unkompliziert. Ich habe auch irgendwann gesagt, ja, hier, die Ratte war so. Ich will die größer, die kann ruhig rübergehen und ja. Und dann soll das noch darauf und ich möchte hier noch ein bisschen anderes Design und das Blaue soll sich hinten langziehen. Dann, ich möchte hier meine Sponsoren drauf haben, dann noch eine Ratte und so. Weißt du? Die Ratte das müssen wir noch anschleifen übrigens. Aber ja, es stimmt. Also die erfüllen einfach jeden Wunsch und es gibt ja auch endlose Möglichkeiten, den Deko zu gestalten. Deswegen, also es ist mega interessant. Ich bin echt gespannt. Also schreibt es in die Kommentare, egal was es ist. Und wenn es Kermit der Frosch ist, scheiß drauf. Auf einmal Kermit der Frosch. Gibt es irgendwas? Leute, denkt kurz nach. Wisst ihr irgendein Charakter oder so? Oder irgendein Comic oder irgendwas, was gelb ist?
Das wäre witzig. Stell dir mal vor, Simpsons in Neongelb oder so. Irgendwie so. Das wäre doch voll abgefahren. Winnie Pooh. Ja, der so aus so einem Glas Honig snackt. Ja. Bei dir ist es ein Glas Buttermilch. Ja, geil, Ehre, dass du das weißt, Alter. Oh nein, verkackt. Das kann man nicht verkacken. Guck mal, pass ich auf, zeig dir jetzt zeig den Trick. Ich zeig dir jetzt was richtig Ekliges. Mach mal Brofist. Mach mal Brofist. Ja, genau. Das, wolltest du das auch zeigen? Nein, überhaupt nicht. Aber die Polizei hat uns zugeguckt, wie wir Händchen halten. oh Mann, ich hab das gar nicht gesehen. Du so, hallo. Aber die meisten sind ja hier entspannt drauf, nur wenn man die falschen trifft. Ne? So Soko, Autoposer. Ich kenne ja persönlich privat auch viele Polizisten, also echt mittlerweile viele. Ich glaube, 6 oder 7 Freunde in meinem Freundeskreis sind Polizisten. Die sind selber auch mega entspannt, mega cool. Und klar gibt es immer schwarze Schafe. Oder was heißt schwarze Schafe? Es gibt immer Leute, die strenger sind und die Sachen lockerer sehen. Und es gibt halt Leute, die denken sich, okay, wir müssen jetzt jedem dann Spaß verderben, weil sie selbst im Leben unglücklich sind. Was weiß man. Oder jeder hat mal einen schlechten Tag. So ist das halt im Leben. Aber die meisten sind echt korrekt. Eben. Also da muss man auch immer wieder präventiv sagen, Leute, sagt nicht einfach, ACAB, alle Cops sind schlecht. Das ist Bullshit. Und so werden eigentlich total nette Polizisten auch irgendwann dann zu Arschlöchern. Weil ihr dann sagt, ihr seid scheiße und... Weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Krank, was machen wir denn jetzt? Oh Gott. Ich habe gerade überlegt, wo wir sind. Vollkommen gestört. Auf jeden Fall. Hier liegt eine Kette rum. Guck mal, was ist das denn? Hier liegt einfach eine Kette rum. Eine Fahrradkette, glaube ich. Ja, oder? Ist eine Fahrradkette. Ja. Ist richtig ölig. Krass. Voll krank. Voll gefährlich. Ja, mega eigentlich, ne? Ich würde die ja jetzt wegräumen, aber die ist so verölt. Scheiße, ne? Oder? Nee, lieber nicht. Ja, komm, Alter, das kann ich nicht. Das muss jetzt hier eine gute Tat. Jeden Tag und jetzt grün. Nein, warte. So, mit dem Blatt hier. Oh, safe, ich mach meine Handschuhe richtig dreckig. Krank. Schnell. Hä, wie sieht meine Karre aus? Du hast sie ausgemacht, hä? Echt? Du machst mir den Killswitch. Dann so, hä, warum ist meine Karre aus? Oh Mann, Alter, manchmal bin ich schon ein bisschen verpeilt. Aber auf jeden Fall. Eine Sache vergesse ich immer. Das ist eine Sache. So eine Sache vergesse ich immer. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit, so ein Tick. Auf jeden Fall, Leute. Es war eine Ehre wieder hier, eine absolute Ehre. Okay, eine absolute Ehre. Krank, ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn du die ganze Zeit wheelst. Jetzt weiß ich mal, wie das ist. Junge, ich wollte noch irgendwas sagen. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Egal. Es war mir eine Ehre und du willst dich verabschieden. Genau, es war mir eine Ehre, hier wieder mit Mr. Blackout die Straßen von Hamburg unsicher zu machen. Es werden definitiv viele weitere Videos folgen. Wir haben viel für 2019 geplant. Lasst euch überraschen an der Stelle. Und wie immer, genießt die restlichen Tage. Schreibt einen Kommentar unten bezüglich Dekor. Und das Allerwichtigste, geht steil.